Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider 3. Ja, und ich habe rausgefunden, wie es weitergeht. Wir brauchten das Gewehr hier doch noch. Und, oder den Raketenwerfer. Ich war nur wieder zu blöd, ein bisschen rumzuprobieren. Ja, wir können mit diesem Gerät hier nämlich Wände zerschießen. Diese Wände dort. Was können wir hier auch noch was zerschießen? Nö, es sind nur diese Wände, die man kaputt schießen kann. Und ja, das habe ich irgendwie so mal so gar nicht erwartet, dass man in Tomb Raider 3 irgendwelche Wände kaputt schießen kann. Weshalb ich das natürlich dann auch übersehen habe. Mach keinen Seitensprung, Lara. Da wäre ich sehr traurig. Und außerdem auch eifersüchtig. So. Was ist dies? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne das Medipack da hinten. Nein, nicht runterrutschen. Erst macht sie einen Seitensprung und dann rutscht sie auch noch den Buckel runter. Ja. Huch. Nun spring schon rüber. Och, Lara. Lara möchte mich trollen. So. Medipack einsammeln. Gesundheitsstöhnstein einsammeln. Und dann geht's weiter. Dann gehen wir hier rüber. So. Na, ist das Level jetzt vorbei? Oh, Sequenz. Du haben Glück, dass ich heute fasten. Du seid schön fleischiges Stock. Geht du so. Vergisst, dass ich vielleicht selbst Appetit habe. Ja, regelrecht ausgehungert bin. Warum sind deine Vorfahren überhaupt aus der Antarktis geflüchtet? Oh, Goma Goma, boser Ort. Viel Fleisch, aber Preis sein zu hoch. Boses, zerhacken. Sechster Anführer, Maoki. Ohne Gesicht geboren. Furchtbare Stürme. Männer Angst. Liefen weg. Land mit Maokis Fluch. Heute gehen keiner mehr dorthin. Aber ihr betet es noch an? Weißer Bursche kam später. Mit magischem Goma-Goma-Stein. In einem Tag feiern wir sein Tod. Das Smythe-Fest. Einer von Darwins Matrosen. Der arme Tabby. Wo ist der Stein jetzt? Ich glaube, mit dem ist nichts mehr anzufangen. Wer dich Kiel holen, haben Glück. Stramme Seemannsbraut. Ich werde es ihm ausrichten. Komischer Eingeborener. Der kennt sich mit Seefahrt aus, wie es aussieht. Ja, die Absturzstelle. 1 Stunde 13 Minuten gebraucht. Natürlich deutlich länger, aber immer durch Laden und Speichern und Laden ist es halt weniger. Und ja. Wollen wir doch mal uns das nächste Level zu Gemüte führen. Ich glaube, das Level heißt... Moment. Und da hat die Matta mal wieder geladen, anstatt zu speichern. Typisch. So, jetzt aber sichern und gucken, wie das Level heißt. Madubu-Schlucht. Alles klar. Ja, schöne Sache. Oh, puh, was ist das? Ich hoffe, die bleiben weg. Ja, wir verschaffen uns erstmal einen kleinen Überblick über das Level. Wir gucken ein bisschen rum. Was?
komische Echsenmenschengeräte, die spucken. Die spucken mich voll mit Gift. Und. Nein, du sollst nicht auf den Leichnam schießen, du sollst auf. Was ist das für ein Viech? Hey! So. Jetzt müssen wir leider ein Medipack verwenden. So. Okay. Das nehmen wir mal als Wink mit dem Zaunfall und gucken mal direkt hier oben nach, ob man hier irgendwie weiterkommt. Nö, sieht aber nicht so aus. Gut. Ja, wir sind hier anscheinend an einer riesigen Schlucht. Und da unten ist ein Lebenskristall. Und wir können hier wahrscheinlich auch runter. Probieren wir das doch mal. Ich glaube, das ist auch das letzte große Level hier. In der Südsee. Da haben wir die Südsee doch eigentlich relativ... Naja, ich spreche lieber nicht weiter. Man will den Tag nicht vor dem Abend loben. Wer weiß, was da noch alles vorkommt und passieren wird. Gut, wir können wahrscheinlich auf diesen Pömpel da im Wasser springen. Aber, wie wir von da aus weiterspringen sollen, weiß ich noch nicht so genau. Wahrscheinlich können wir uns da am Rand festhalten. Nur müsste ich diesen Pömpel beim Springen auch treffen. Und deswegen speichere ich erstmal. Nachher klappt das wieder nicht. Wir könnten es mit einem Backflip probieren. Und springen natürlich total drüber hinaus. Typisch. So, wir müssen hier ganz am Rand wahrscheinlich. Ja, das hat geklappt. Sehr gut. Und jetzt würde ich einfach mal tippen, dass wir hier rüber müssen. Uns festhalten und nach links klettern, um zu dem Kristall zu kommen. Und ich hoffe, da ist auch noch mehr als nur dieser blöde Kristall. Okay, da unten scheint auch noch was zu sein. Da unten ist irgendwas. Okay, um Ecken klettern kann man ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns hier loslassen können oder ob wir dann in die Fluten stürzen. Ja, das geht. Wir können hier reinklettern. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser komische, ob das ein Hebel ist oder was ist das hier? Ja, ein Druckknopf. Von dem wir mal wieder nicht wissen, was er tut. Awesome. Gut, wir schließen mal gerade aus, dass wir da irgendwie noch weiter müssen. Und dann geht's wieder zurück. Ah, okay. Es hat sich dieses Ding hier geöffnet. Und wir können vermutlich dort hoch. Ah, da oben können wir lang klettern. Das ist schon mal gut. Kommen wir sonst irgendwo weiter? Ich drehe mal den Kopf so weg. Das sollte ich lassen, dann hört man mich nicht so gut. Und da hinten ist auch so ein riesiger Durchgang. Okay, dann klettern wir mal straight hier über die Fluten drüber, über den Ganges. Das dürfte ja immer noch der Ganges sein. Nee, Quatsch. Was laber ich? Wir sind in der Südsee. Wir sind nicht in Indien. Wir sind... Oh Gott, Mathe. Das könnte höchstens... nein, der Amazonas kann es auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich höre lieber auf mit Erdkunde, denn das kann ich anscheinend nicht.
So, hoch da. Gut, das sieht mir dann aus, als könnten wir da rechts weiter. Speichern. Und ja. Keine Ahnung, ob wir von hier darüber springen können. Der Kameramann danach macht es uns gerade auch wieder nicht leicht, um das rauszubekommen. Also das hat schon mal nicht geklappt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt auch erstmal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!